Willkommen im Hörspielstudio, das aber nur unser Ausgangspunkt zur Reise in die Luft in 67 Minuten und 15 Sekunden ist. Eine erlebnishungrige Gesellschaft von Luftreisenden wird sich versammeln, um mittels Raumschiff im Kosmos zu verschwinden. Um den Autor Rohr Wolf zu zitieren, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert: Ich glaube nicht, dass ich mich täusche, wenn ich behaupte, das Radiohören war ein besonderer Entzückungszustand. Es vermittelte ein schwebendes Gefühl von Unabhängigkeit und von Freiheit. Ich meine nicht diesen aufgeschwemmten Feiertagsbegriff, ich meine eine ganz kleine, beinahe rührende kleine Freiheit. Und ich meine einen sehr glücklichen Zustand im Kopf. Rohr Wolf, seit einem halben Jahrhundert Schriftsteller und Hörspielautor, begann in den 60er Jahren mit dem Medium zu experimentieren. Er schrieb poetische wie auch dokumentarisch-literarische Collagen und sein Name ist mit dem Begriff »Neues Hörspiel« verbunden. Vielleicht erinnern Sie »Der Chinese am Fenster« oder »Der Ball ist rund« oder aus den 80er Jahren »Bananen-Heinz« oder »Leben und Tod des Kornettisten Big Spiderbecker aus Nordamerika«. Für das Hörspiel wurde ihm 1988 der Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen. »Ich bin ein Zuhörer«, sagte Rohr Wolf in einem Interview, das Günter Scholz in Stuttgart mit ihm führte und aus dem wir Ausschnitte im Anschluss an das Hörspiel senden. Thomas Doktor hat die kleine Collage zusammengestellt. Schlussendlich gibt es dann noch eine Episode aus den berühmten Radiokollagen zum Thema Fußball. Jetzt aber unter dem Motto Weltentwürfe und mit genauer Zeitangabe das Hörspiel. Reise in die Luft in 67 Minuten und 15 Sekunden. Einstürzen. Dieses Rutschen oder Einstürzen? Ja, dieses Rutschen oder Einstürzen. Ich habe kein Rutschen oder Einstürzen gehört. Na, das war doch ein Rutschen oder Einstürzen. Das war doch deutlich zu hören. Das war im Nebenraum. Schauen Sie mal nach, Frau Lim. Also, ich habe nichts gehört. Na los, schauen Sie mal nach. Da saßen doch aber A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, nein, Q nicht, aber R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Die sitzen noch da. Alle? Fragen Sie mal. Ist alles in Ordnung? Geht's Ihnen gut? Wie geht's Ihnen? Ist was passiert? Haben Sie sich wehgetan? Es ist alles in Ordnung, es geht Ihnen gut, es ist nichts passiert. Und ist Blut zu sehen? Was? Sehen Sie irgendwo Blut? Nein, kein Blut. Na, das ist schön. Dann können wir anfangen. Anfangen? Ja, holen Sie die Leute rein. So, gut. Fangen wir an. Was? Na, fangen wir an. Von mir aus fangen wir an. Womit? Na, mit irgendwas. Es wird sich doch was finden, womit wir anfangen können. Na los, wenn Sie meinen, fangen wir an. Mit was? Mit was, mit was? Mit irgendwas. Es gibt doch genug. Na, da haben Sie recht. Also dann, womit? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Na, dann hören wir auf. Aber doch nicht jetzt, wo wir gerade angefangen haben. Machen wir weiter. Oder was meinen Sie? Ich meine, dass Sie erstmal die Schnauze halten, mein Guter. Was hier passiert, ist meine Sache. Sie begreifen mich doch. Ja. Na also, mein Guter. So, jetzt. Also. Na gut. Frau Lem? Ja? Sie notieren sich das, ja? Ja. Also fangen wir an. Nehmen wir mal ein paar Stimmen. Vielleicht Sie da. Ich? Ja, sprechen Sie mal nach. Folgendes. Die ereignislose Schwärze riss viele Fremde in die Weiten des Alls. Die ereignislose Schwärze riss was? Viele Fremde. Viele Fremde? In die Weiten des Alls. In die Weiten des Alls.
Ja, was soll das denn in die Weiten des... Des Alls, naja, ganz gut. Des Alls. Na, und jetzt mal Sie dort hinten. Ich? Nein, Sie nicht, Sie daneben, Ihr Nebenmann. Sie. Ich? Ja, Sie, sprechen Sie mal nach. Die ereignislose Schwärze und so weiter. Die ereignislose Schwärze, Riss, viele Fremde... Gut, gut, genügt. Und jetzt Sie. Meinen Sie mich? Na, wen denn sonst? Reden Sie mal. Was ich so reden? Na ja, na ja. Ich sag nix. Ich hab vor Jahren gesprochen, am Schießteich, vor Jahren. Da sind vier Herren gekommen. Heinz, was ist deine Ansicht? Am Schießteich, verstehen Sie mich? Was ist deine Ansicht? Da habe ich gesprochen damals. Stimmt's oder stimmt's nicht? Jetzt sage ich nichts mehr. Damals habe ich gesagt, ja. Na ja, ich hatte recht, ich bin ja kein Bettler. Die kamen zu mir, drei Mann vorne am Schießteich, zwei kennen mich, gell? Ich habe gedacht, na hinterher, aber da gibt's nichts, gell? Und die haben mich gefragt, so und so. Nein, sie sind verkehrt, habe ich gesagt. Verstehen Sie, ich war der Einzige von 100.000. Aber das hat jetzt nachträglich keinen Sinn mehr. Zwecklos. Sie verstehen mich doch. Waren Sie nicht auch mal im Fernsehen? Ja, Sie haben's nicht kapiert. Vor 3-4 Jahren sind 4 Herren gekommen, 2:50 am Schießteich. Heinz, was ist deine Ansicht? Da sag ich so und so. Das Ding gewinnen wir in Dings. Das habe ich damals gesagt, ich habe recht gehabt. Hören Sie mir genau zu, ich heiße Planz. Planz, das waren 3 Mann. Wenn ich mal aufgehe, gehe ich mal hin bei Gelegenheit. Verstehen Sie mich? So war die Lage. Verstehen Sie? Ich verstehe Sie, ja. Na bitteschön, so war's. Bei Gelegenheit gehe ich mal hin, so ungefähr, nicht so ungefähr. In dieser Form, verstehen Sie? Und so ist das auch in anderen Sachen. Man darf nie so den Mund vollnehmen. Bitte, stimmt das? Ja, ja. Nein, Sie haben mich nicht verstanden. Aber ich sag halt, wie es war, damals. Damals habe ich gesprochen vor Jahren. Jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt bin ich, Sie verstehen mich doch, ich heiße Planz. Jetzt bin ich still. Ist doch sowieso zwecklos. Nützt doch nichts. Vor Jahren habe ich gesprochen, aber jetzt nicht mehr. Einmal muss Schluss sein. Also gut, Sie machen mit, ich kann Sie gebrauchen. Und Sie, Sie, Sie und Sie und Sie auch. Ich auch? Sie auch und Sie und ja und Sie. Alle anderen können gehen. Frau Lim, sorgen Sie dafür, dass die Leute ihre Spesen bekommen. Und nun zu Ihnen, meine Herren. Ich kann Ihnen die Mitteilung machen, dass wir uns nach reiflicher Überlegung für Sie entschieden haben. Wir haben Sie ausgewählt und das ist eine große... Wozu ausgewählt? Ein Moment, eine große Auszeichnung... Wozu ausgewählt? Aber lieber Mann, wozu ausgewählt, als ob Sie das nicht wüssten. Sie und alle anderen begeben sich jetzt, und das ist eine große Auszeichnung, rein provisorisch, aber endgültig auf die Suche nach Dr. Q. Aber meine Herren, was ist denn einzuwenden gegen eine kleine Reise? Gegen eine kleine Reise ist nicht einzuwenden. Na sehen Sie, gegen eine kleine Reise ist nichts einzuwenden. Aber es ist doch fast schon Abend, es ist Abend. Das ist eine schöne Zeit für eine kleine Reise. Ich habe mein ganzes Zeug vergessen, meine ganze Wäsche. Aber Sie brauchen doch keine Wäsche, die Sache geht schnell vorbei. Ich denke an höchstens 50 Minuten. Was sagen Sie? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nichts sage. Das ist sowieso zwecklos. Nein, Sie haben recht. Sie verstehen mich. Doch, ich verstehe Sie. Doch, doch, doch. Was ist das denn? Oh, mein Herr, das ist ein Flugobjekt. Ein sogenanntes Luft- oder Raumschiff. Es ist sehr bequem. Es sieht aus wie eine Pflaume. Ja, ganz recht, wie eine Pflaume. Aber es ist keine Pflaume. Schauen Sie mal, keine Pflaume. Es ist pflaumenförmig. Ein pflaumenförmiges Flugobjekt. Sehr geräumig, gut gepolstert, sehr bequem. Hier ist die Tür. Die Tür. Hier sind die Aufenthaltsräume. Hier ist das andere alles, was man so braucht. Es ist ja alles da. Sehen Sie sich in Ruhe um. Na, was sagen Sie? Schalten Sie ruhig mal, knipsen Sie, das geht alles ganz einfach. Das sind die Hebel, die Drücker, die Knöpfe, die Schalter, was? Die Tasten und Regler und hier die Buchsen, die Spulen, die Stöpsel und diese Schieber hier. Diese Schieber sind Spielen zu verschieben. Nach oben, so und nach unten. Ganz leicht. Es sieht gut aus. Nicht wahr? Ja, es sieht gut aus. Aber ich habe noch niemals in einem derartigen... Ich habe noch nie solche Knöpfe. Ich sehe zum ersten Mal solche Schalter. Was ist das für ein Schalter zum Beispiel? Ja, was ist das für ein Schalter? Das ist der Wetterschalter. Sie knipsen ihn um und schon erfahren Sie etwas über das Wetter. Versuchen Sie mal. Darf ich? Aber natürlich. Knipsen Sie. Änderlich oder Graupelschauer, zum Teil Regen. Unbeständig.
zum Teil auch mit Regen vermischt. Kaum verändert, wenig Änderung. Minus, weiterhin Frost. Morgen noch mild, wechselnd bewölkt, wechselnd... Na? Schön. Ja, schön. Gut, aber ich habe noch niemals... Das macht doch nichts, das spielt keine Rolle. Sie brauchen sich nur in die Sitze zu setzen. Setzen Sie sich in die Sitze, ja. So. Ja. Na, was sagen Sie nun? Bequem oder nicht? Bequem. Na also, bequem. Und das andere geht wie von selbst. Sie nehmen einfach den Knüppel. Den Knüppel? Nein, doch nicht diesen Knüppel, diesen. Ja, na also. Sie nehmen den Knüppel, den Steuerknüppel, ja. Und wenn Sie die richtige Richtung einschlagen, wird es sehr schnell gehen. 50 Minuten und schon haben Sie Dr. Kuh gefunden. Und wenn wir ihn nicht finden? Oh, Sie werden ihn finden. Sie werden ihn finden, mein Herr. Sie haben viel Zeit. Eine kleine Reise in die Luft. Nichts Besonderes. Vielmehr etwas ganz Alltägliches. Ein bequemes Vergnügen. Eine gute Aussicht. Alles, was Sie sich wünschen. Eine Menge Berge und Flüsse und Musik aus der Ferne. Und reichlich zu essen. Und schöne Ausdrücke und Eindrücke. Und unvergessliche Bilder. Etwas für aufmerksame Reisende. Das andere besorge ich schon. Das mache ich schon. Servus! Ade, gute Reise. Wir bleiben weiter in Verbindung. Oh, du verdammter blutiger Tag, du verdammte blutige Pflaume, du blutige Luft, du blutige Reise, du schwärzester Monat, den die Geschichte bisher gesehen hat, du blutiger... Welche Richtung? Ha? Irgendeine Richtung, mir ist das egal. Irgendeine. So, das wäre erledigt. Servus, ade. Hier stehen Sie falsch, Sie müssen dorthin. Ach so. Ja. Nun schrumpft es zusammen. Es schrumpft. Es wird klein. Alles liegt unter uns. Alles von unten. Der schwere Körper der Sonne pumpt in der Ferne. Fleckig und dunkel. Die Dunsthülle glühend. Einsenkungen, Aufschüttungen, Gasmassen am Rande. Aufschießend, emporgeschleudert, herausspritzend. Alles ist ungewiss und oft alles fleckenfrei. Die Flecken sind selten zu sehen und schwer zu erkennen. Nach den Beobachtungen von Müller, Müllers Beobachtung, obwohl andere Beobachtungen von anderen, später. Und andere Ansichten, andere Meinungen. Zuweilen kommt es auch vor, dass unten am Himmel eine kleine schwarze Scheibe vorbeizieht. Oh ja. Wir schwingen uns knallend hinauf. Die Flecken, die Flecken. Die Flecken sind sichtbar auf der Suche nach Kuh. Schnee, Eis und vielleicht auch Erde und Pflanzen. Wuchs und Bewachsungen ganz und gar rötlich. Die kleinen Monde schwirren wie immer und schrumpfen zusammen. Sie schrumpfen, dunkel, möglich, wahrscheinlich oder auch nicht, na wenn schon. Das ist die Frage, das ist sie. Wir schweben. Ein gewisser nebliger Zustand spielt eine Rolle. Einer sagt... Das ist eine Täuschung der Sinne. Ein anderer sieht tiefe Spaltungen in der Rinde. Erweitert unter dem Einfluss eines ganz allgemeinen, plötzlichen Aufblähens. Ein dritter zum Beispiel erkennt Gletscherklüfte. Eis, eine Folge von Kälte. Ein Eisrinnen, nach seiner Ansicht auf schwarzen Strömen. Ein riesenhaftes Dahinwälzen, klirrend und knackend. Doch wozu weitere Aufzählungen, wozu sie vermehren die Meinungen, Ansichten, die Beobachtungen, die Urteile, Darstellungen, Untersuchungen, Auffassungen?
Durch Dunstschichten, die den Kanälen entsteigen. Wir schweben durch schwarze Räume. Dort fliegt unser Schatten. Wir schwirren dahin. Wir können die Sache nicht ändern. Durch Wolkenklumpen, dazwischen rollend und donnernd, verschwommene Inseln auftauchend, Länder und Meere. Nichts von Kuh. Keine Spuren, keine Bewegungen. Keine Hand, keinen Fuß, keine Schimmer. Nichts von Kuh. Nur die schwimmenden Körper der Kugeln, auftauchend, wieder verschwindend. Warten wir ab. Glühende Dämpfe. Schon mit dem Opernglas sehen wir alles. Finstere Monde, sehr schnell. Aber noch steht nichts fest. Nichts ist zu sehen und deshalb ist gar nichts bekannt. Nichts zu erkennen, nichts wahrzunehmen, nichts zu beschreiben. Nichts ist zu sagen, ich sage nichts, keinen Ton. Wir sitzen im Sessel gemütlich und sausen davon. Wohin jetzt? Was? Welche Richtung? Ist mir egal. Irgendwohin. Allgäu? Steiermark? Zillertal? Oder die Küste? Die Küste? Küste? Oder die Berge? Die Berge? Die Berge? Die Abstecher? Rundreisen? Ausflüge? Die Unterkunft und Verpflegung? Der Zutritt zum Turm? Die schöne Aussicht? Die Abendveranstaltung? Die kleinen Weinstuben? Die Restaurants mit Tanz? Und die Musik aus allen Fenstern? Die Dampferverbindungen? Die kleinen Spaziergänge im Schatten? Und die Sonne? Die Sonne? Die Sonne? Das weiche Moos. Das grüne Gras. Der weiße Sand. Die gute Luft. Die kühlen Dünen. Der süße Wein. Ja, der süße Wein. Die schnellen Wellen. Nur ein kleines Stück zum Strand. Und wohin fahren Sie in diesem Jahr? Vielleicht in die Berge. Oder ans Meer? Ja, ans Meer. Oh, ans Meer. Haben Sie eine Ahnung, wo wir sind? Keine Ahnung. Irgendwo. Da fahren wir doch mal unten nach, wo wir sind. Na schön. Da müssen wir irgendeinen Knopf drücken oder einen Hebel schieben. Irgendeine Taste muss da sein, ein Schalter. Vielleicht dieser hier. Probieren Sie mal. Schnee oder Schnee oder Schneeregen, Schneetreiben, Schneematsch oder Schneeglätte. Oder zeitweise Schnee oder Sprühregen oder zeitweise teilweise wolkig und strichweise Winde und Schauer. Und weiterhin trocken und keine wesentliche Änderung. Der Wetterknopf. Ja, der Wetterknopf. Ach, probieren Sie mal den hier, diesen Schalter. Au! Sind Sie wahnsinnig, Mensch? Lassen Sie mich mal versuchen. Hallo, wie fühlen Sie sich? Ich darf da hoffen, dass Sie sich wohlfühlen. Schmeckt alles? Sitzen Sie einigermaßen? Kommen Sie voran? Ja, wir kommen voran. Es schmeckt. Wo sind wir jetzt? Wo ist das, wo wir jetzt sind? Da schauen Sie doch aus dem Fenster. Da ist nichts zu sehen. Na, das ist gut, dann befinden Sie sich in der richtigen Richtung. Und wo sind wir? Im Kosmos, mein Guter, im Kosmos. Im Kosmos. Ich finde, das ist eher eine schwarze Sülze, durch die wir hier kommen. Ja, eine Art Gelatine. Ja, ja, eine Art Schleim. Das wird schon so sein im Kosmos. Haben Sie das gesehen? Ja. Das war ein großer, runder, leuchtender Körper. Er war grün. Haben Sie das gesehen? Grün? Er war mit Schimmel überzogen, mit Schimmel. Sie sind auf der richtigen Spur. Machen Sie weiter. Machen Sie weiter, machen Sie weiter. Was sollen wir denn machen? Ich will Ihnen das mal so erklären, meine Herren. Ich spreche doch mit vernünftigen Menschen. Was? Also, das setze ich voraus. Wir haben vorhin alles geklärt. Die Schalter und Schieber und Hebel, das wissen Sie doch. Es kann nichts passieren. Sie müssen sich das nicht vorstellen. Ich habe Bob Rocco angerufen und habe gesagt, so und so. Ja? Gut. Und Bob Rocco hat gesagt, macht euch keine Sorgen, da kann gar nichts schief gehen. Ich verstehe was davon. Na, wenn du meinst, dann ist das in Ordnung, habe ich zu Rocco gesagt. Hörst du, Jim? Das habe ich gesagt. Du kennst ihn doch, Jim. Der Mann ist in Ordnung. Also, ich sage, Bob, wenn du meinst, ich bin einverstanden, wir machen die Sache. Er hat gesagt, das ist kein Problem, das könnt ihr machen. Ihr könnt starten, sofort von mir aus. Heute Morgen ist mir egal. Gut, sage ich. Jim, hörst doch zu, Jim. Gut, ich habe gesagt, Rocco, wenn Sie das sagen, machen wir die Sache, Jim. Das wollte ich Ihnen erzählen. Also, Kopf hoch, Mann. Klar? Na klar. Was hat er gesagt?
Kennt jemand diesen Rocco? Keine Ahnung, wer das ist. Aber jetzt sind wir hier und jetzt geht's auch weiter. Wir haben angefangen damit und machen die Sache auch fertig. Na, ich sehe die Sache ganz anders. Also hört mal da oben, ich habe euch das jetzt erklärt. Ihr müsst euch da schon ein bisschen drauf verlassen, auf mich. Rocco hat zu mir gesagt, wollen Sie, dass ich die Sache in die Hand nehme? Nein, habe ich gesagt, Joe und Jim und Tom und wie heißen Sie? Wer? Ja, Sie da oben. Der meint Sie? Mich? Ja, ganz richtig meine ich. Was meinen Sie? Ich sag nix. Ich hab vor Jahren gesprochen, jetzt sag ich nix mehr. Früher hätten Sie mich hören können am Schießteich. Aber jetzt, ich halte Mund, verstehen Sie? Nein, Sie verstehen mich nicht. Jetzt bin ich still, jetzt sag ich nichts. Also Jungs, lasst mich nicht im Stich, blamiert mich nicht. Rocco, hab ich gesagt, das geht in Ordnung, wohlgemerkt, das waren meine Worte. Also, ab in die Luft. Wohin? Er sagte, in die Luft, ab in die Luft. Ah, ab in die Luft. Also los, weiter. So, dann, meine Damen, ich denke und hoffe, wir werden es heute Abend nicht langweilen. Wie? Da bin ich doch ganz sicher. Prost! Wenn man in der Luft herumfliegt, dann muss man einfach auf schwarze Gedanken kommen. Hier, in dieser Schwärze, was? Ich gucke einfach nicht hin. Gucken Sie mal, wie mit einem Fell überzogen. Was? Dieser Planet, an dem wir vorbeikommen. Wie mit einem Fell. Mit Haaren, sehen Sie das? Mit Haaren, die mit ungeheurer Geschwindigkeit wachsen und ausfallen. Ausfallen. Tatsächlich wachsen und ausfallen. Und in der Luft herumwirbeln. Das sind regelrechte Haarklumpen. Und diese rasch aufschwellenden, platzenden Blasen in der Luft. Oh. Die Zahl der Planeten wird fortwährend durch die Entdeckung neuer Planeten vermehrt. Sie haben ein ruhiges Licht. Sie funkeln nicht. Sie wandeln. Sie wandeln? Ja, sie wandeln. Was tun Sie? Sie wandeln. Wir sind der festen Meinung, dass sie wandeln. Das sind die Trümmer großer Planetenmassen. Sie pfeifen regelrecht, oder? Ja, sie pfeifen. Was tun Sie? Sie pfeifen. Na, sie pfeifen, da sind Sie auf dem richtigen Weg. Lassen Sie sich davon nicht abbringen. Bleiben Sie in dieser Richtung. In viele kleine Stücke zerrissen. Sind Sie mal da? Ja, von der Sonne beleuchtet. Und es wird immer brauner. Oder röter, je nachdem. Ja, je nachdem. Etwas wie Rost. Das muss Rost sein. Eine regelrechte Rostrinde über dem ganzen Planeten. Ich glaube, das alles beruht auf Täuschung. Und rund. Und der Mond kreist wie verrückt. Er scheint seitlich zu schwanken. Keine Glätte. Nichts ganz und gar Rundes. Ferner ist zu erwähnen, viele Unebenheiten, warzenartige Erhebungen, oder wie würden Sie das nennen? Ich würde es auch so nennen, ja. Ferner ist zu erwähnen, rund. Ja, aber... Rund! Nicht ganz und gar rund. Falten. Mir fällt auf, das sind Falten. Oder Runzeln. Oder doch eher Falten, sogenannte Rillen, mutmaßliche Risse, über deren Natur man sich durchaus noch nicht im Klaren ist. Scharf eingeschnittene Vertiefungen. Eine faltenreiche Gestaltung. Das hört sich an, als hätten Sie eine gute Aussicht. Na bitte, also, freuen Sie sich. Mit wem spricht ihr denn da, unser Schiff? Gucken Sie sich schön um. Wir sehen hier nichts Besonderes. Nur Spulen und Knöpfe und diese Kabel. Das ist alles, was wir sehen. Freut euch, genau das ist es. Was sind denn das für Frauen bei Ihnen da unten? Na, raten Sie mal. Eine Überraschung für Sie, meine Herren. Es sind die ja... Ja, also, es handelt sich nämlich... Na, raten Sie mal. Sie werden es nicht erwarten. Es handelt sich um Ihre Frau. Wir haben Sie eingeladen. Unsere Frauen? Sind Sie bei Trostmann? Oh, Jim, wie geht es dir? Amüsierst du dich? Der Doktor hat uns eingeladen. Wir sind alle hier. Becky ist auch hier. Oh, Joe, ich bin so stolz auf dich. Tom, wirklich. Wir sind alle stolz auf euch. Wir trinken ein bisschen auf euer Blut. Na, meine Herren, was sagt sie zu meinem Einfall? Nichts. Blutige Scheiße. Achtung, dort ist der Mond. Wie bei uns? Der Mond? Ja, der Mond. Wie bei uns. Aber es ist doch nicht unser Mond. Nein, nicht unser Mond. Aber es sieht aus wie unser Mond. Ja, aber das ist doch nichts Besonderes. Das kennen wir doch. Was gibt es sonst so zu sehen? Erzähl mal. Also, was mich interessiert, ist das große Frühstück. Was habt ihr heute Morgen gegessen? Was werdet ihr morgen essen? Und so weiter und so weiter. Mich interessiert.
außer Frühstück. Also heute Morgen haben wir Pflaumenmus gegessen. Aus der Tube. Und Dosenkalbfleisch. Und Quark und Nüsse. Und Birnenkompott. Jetzt in der Nähe eines Mondes, in Mondnähe, beschreibt jemand die Aussicht nach dem Frühstück. Wir fliegen jetzt auf die Schattengrenze der Berge zu. Haltet euch fest, Leute. Die Berge sehen sehr merkwürdig aus. Nur ihre Spitzen nicht. Warum ihre Spitzen nicht? Keine Ahnung. Die Spitzen sehen aus wie Spitzen, wie Bergspitzen. Aber sonst ist alles anders. Ja, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Sie können die Landung vorbereiten. Damit ist eine entscheidende Voraussetzung für eine Landung am Rande geschaffen. Wo? Am Rande, Mann, am Rande. Und was mich noch interessiert, ja. Sagen Sie, Doktor. Ja, meine Geliebte. Nehmen wir an, ein Briefumschlag. Oder ein Bleistift. Ein Bleistift. Oder eine Frühstücksgabel, ja, befindet sich im Raum des Raumschiffes. Mhm. Was würde bei einer Beschleunigung oder bei einer Abbremsung damit passieren? Zum Beispiel mit der Frühstücksgabel. Also die Frühstücksgabel würde auf den Boden fallen. Oh. Also sie würde sozusagen auf die Erde fallen. Und die Erde ist auf der anderen Seite, wo der Raketenmotor ist. Es ist also richtig, dass sich die Frühstücksgabel so verhält, als wäre sie außerhalb der Kapsel. Nein, meine Liebe, die Frühstücksgabel wird dann anschließend beschleunigt. Wenn sie auf dem Boden liegt, dann hat sie doch dieselbe Geschwindigkeit wie die Kapsel. Ja. Denn wenn die Gabel draußen wäre, dann würde die Rakete von der Gabel wegfliegen. Die Gabel würde also mit aller Geschwindigkeit Richtung, zum Beispiel Richtung Mond, ja? Also irgendeines Mondes, meine ich. Und die Kapsel würde sich von der Gabel, von der Frühstücksgabel entfernen. Ganz recht, meine Liebe. Ganz recht, ganz recht. Oh, jetzt habe ich etwas Sekt verschüttet. Aber das macht doch nichts. Ach, und genau auf Ihre Hose. Ja, genau auf meine Hose. Ja, auf meine Hose. Ach, lassen Sie nur. Das ist nicht so wichtig. Los, landen wir mal. Ja, wie denn landen? Mit was denn? Na, drücken Sie alles durch. Sind doch genug Hebel da. Drücken Sie mal hier drauf. Morgen, morgen milde. Heiter, meist trübe. Etwas wie heute, gefrierender Sprühregen. Manchmal die Sonne. Nein, hier drauf. Ja. Schieben Sie mal den Schieber nach oben. Los, ja. Den Schieber. Ja, ja. Ja, und den Drücker hier auch nach rechts. Mhm. Was steht da? Da steht doch was. Da steht was, aber in einer anderen Sprache. Ich kann es nicht lesen. Also dann mal jetzt den Knopf und hier stöpseln Sie einfach mal so und so das in die Buchsen. Ja. Da wird schon was passieren. Die Batterien gehen langsam aus. Kein Saft mehr. Was denn, welche Batterien? Na, irgendwelche. Na, hören Sie denn nicht, wie das klappert und knackt und knistert? Na, hören Sie doch mal. Da zischt doch irgendwas raus aus dem Ventil. Was denn, aus welchem Ventil? Ja, aus dem Batterieventil, denke ich. Es pufft auch geradezu. Da sehen Sie doch mal die kleinen Blasen, ja, die aus der Öffnung kommen. Also aus welcher Öffnung? Na, aus der Öffnung des Batterieventils, vermute ich. Hier, aus dieser Öffnung. Oh, das ist eine sehr kleine Öffnung. Na ja, schon, aber das nützt alles nichts, nicht? Klein. Was heißt in solchem Fall schon klein? Lassen Sie jetzt verdammt die Ventile in Ruhe, ja? Wichtig ist nur die Landung. Unser Auftrag ist, Dr. Kuh zu suchen und zu finden. Das ist wichtig, nicht das Ventil. Also probieren Sie noch mal durch hier das Ganze. Wir senken uns. Mann, wir senken uns tatsächlich. Ja, und direkt auf diese, was ist das? Eine Lichtung. Das ist doch günstig. Direkt auf diese Lichtung zu. Los, machen Sie weiter. Auf diese schöne Schneise zu. Sehr, sehr schön. Oh. Ach du Scheiße, der Steuerknüppel ist abgebrochen. Na, ist nicht so schlimm. Wir kriegen das Ding schon hin. Aus dem Kühlsystem kommen Luftblasen. Ich habe den Eindruck, dass irgendwie kleine Blechstücke von der Außenverkleidung abfallen. Ja, und auch hier sind auch kleine Risse. Scheiß Risse, egal. Wir landen, Mann, das ist die Hauptsache. Und das ist Wasser oder Öl, das herausläuft. Ich glaube, es ist Öl. Ach, glauben Sie, was Sie wollen. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Drücken Sie, ja, schalten Sie, ja, knipsen ja. Sie. Los, Mann, tun Sie doch, was ich Ihnen sage. Wir berühren fast schon den Boden. Es steigt Staub auf. Na also, Staub. Und jetzt bremsen. Wie denn bremsen? Mit dem Bremsen bremsen, die Armleuchter. Bremsen Sie, sonst landen wir vorne an der Wand. Teils, teils, alles teils, teils. Und dabei sehr schwül und trocken und freundlicher Nebel und Graupel und abends und morgens niederschlagsfrei. Gut, sehr gut. Das ging doch wie geschmiert. Oh, ja.
So, und nun los, raus hier. Machen wir uns auf die Suche nach Dr. Kuh. Nehmen Sie was mit, für alle Fälle. Na, was denn? Na, was zu essen, was zu trinken. Und dann auch ein kleines Sprechgerät für die Verbindung zum Studio. Und einen kleinen Rucksack mit allen Sachen, die man so braucht. Nun liegt der Planet vor uns. Das andere haben wir alles durchflogen. Was wird dieser Planet bringen? Was für Geheimnisse, was für Unbekanntes? Was für Nachrichten von Kuh oder Spuren von Kuh? Von Zeit zu Zeit springen fliegende Fische in die Luft. Sie tauchen auf aus dem Meer am Horizont und verschwinden. Noch ist Kuh nicht zu sehen. Vor uns liegt alles, was wir sehen. Wir staunen. Das Meer liegt ganz stumm. Dann wird der Strich größer. Dann treten die Berge heraus, die Anhäufungen von etwas. Doch wir wollen nicht... Was wollen wir nicht? Die kleinen Türme wachsen, man sieht, es ist Sommer. Die beste Zeit. Ein leichtes Schüttern, ein Zittern, ein Klappern, ein Drehen im Sommer, wir sehen uns um. Wir rufen Kuh. Kuh mit an den Mund gehaltenen Händen. Der Wind faucht. Kuh! Kuh! Doch er lässt sich nicht sehen. Kein Stück von ihm, kein Ton, keine Bewegung von ihm. Wir gehen durch die wenigen Straßen und blicken in die offenstehenden Häuser. Es ist nichts zu sehen. Kein Zeichen von Kuh, keine Spur. Alles ist groß oder klein. Oder alles liegt in der Mitte. Das Weiße ist weiß, das Land ist ganz dünn. Unsere Schritte knacken. Es ist noch kälter als in Sibirien im Winter. Ihre Aufnahmen, Jim, sind großartig. Ich bin nicht Jim, ich bin Tom. Also Tom, Ihre Aufnahmen sind wirklich hervorragend. Welche Aufnahmen? Natürlich die Aufnahmen des Steines. Wir loben hier alle die Aufnahmen des Steines. Welches Steines? Des Steines, den Sie uns beschrieben haben. Der Stein. Dieser Stein, haben Sie gesagt, ist prima. Dieser Stein ist besonders schön. Das war eine schöne Beschreibung, Tom. Er findet den Stein prima. Welchen Stein? Ja, irgendeinen verdammten, blutigen, prima Stein. Einen besonders schönen Stein, den ich beschrieben habe. Alle loben die Beschreibung dieses Steines. Na fein, ich beschäftige mich jetzt mit der Umgebung. Ich will sehen, ob ich einen Stein finde. Aber sehen Sie zu, dass es ein großer Stein ist. Und ein alter Stein, das ist die Hauptsache. Oh, es ist kalt. Es ist eine riesige Kälte. Die Lippen zerspringen, der Mund friert uns zu. Der kümmerliche Wuchs. Ein paar Schritte im kratzenden Gras. Ein paar Schritte... Ein paar gewaltige Sätze vor Spiegeln, vor wirklich sehr alten Spiegeln. In Spiegeln sehen wir uns in die Luft schweben. Wir winken uns zu, wir lachen, nicht im Geringsten. In der kurzen, kalten Zeit lachen wir nicht, wir sind stumm. Frieren Sie, Kowalski? Nein! Dann nehmen Sie die Hände aus der Tasche. Dann friere ich. Was ist mit Glanz? Sehen Sie mal. Er macht einen merkwürdigen Eindruck. Eingefroren. Der ist eingefroren oder sowas. Nein, der ist doch nicht eingefroren. Der tut nur so. Er tut nur so? Ja, er tut nur so. Dann fragen Sie ihn was. Sie wissen doch, dass es keinen Sinn hat. Er sagt nichts, das wissen Sie doch. Fragen Sie ihn trotzdem was, irgendwas. Ja, Mann, fragen Sie ihn was. Los, 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 los. Nur mal langsam, Junge, da unten, ja? Nicht in diesem Ton. Nicht mit mir, kapiert? Ah, gut, nun fragen Sie ihn schon. Fragen Sie, wie es ihm geht. Ich bin neugierig. Wie geht's, Blanz? Ich sag nix, es hat doch keinen Zweck. Wie geht's? Schönen Dank, es geht mir gut, es geht mir großartig. Ich bin sehr zufrieden, bin wirklich zufrieden, obwohl vielleicht. Doch, ich bin ganz zufrieden, es geht mir nicht schlecht. Obwohl vielleicht, aber ich bin nicht unzufrieden, auf keinen Fall. Immerhin, wenn es noch etwas, ich bin nicht so ganz zufrieden, denn es könnte ja immerhin. Nein, ich bin nicht zufrieden, wirklich nicht. Es geht mir nicht gut, Sie verstehen mich doch. Es geht mir entsetzlich, verstehen Sie? Saumäßig, aber Sie verstehen mich nicht. Doch, ich verstehe Sie gut. Also, es geht Ihnen schlecht. Schlecht? Nein, Sie verstehen mich nicht. Schlecht geht es nicht, aber gut geht es auch nicht. Also, sehen Sie, Kopf hoch, mein Blanz. Es geht alles weiter, Sie werden schon sehen. So gehen wir weiter. Die Schachtelhalme, die aus dem aufplatzenden Boden wachsen. Es ist heiß, dieser Boden ist trocken. Die gewaltigen Äste knarren, wir schwanken ein Stück. Viele Verdurstete liegen im Sand, mit ledernen Häuten ineinander verklammert. Wir sind fremd hier in dieser Gegend. Der Himmel ist klar und dünn, er ist durchsichtig. Manchmal scheint auch die Sonne. Manchmal kommen viele Monde vorbei, glitzernd, bleich, aufgedunsen, geschwollen. An diesem Abend treffen wir niemand, die Straße ist leer. Es erkennt mich hier keiner. Ich habe mir den Hut ins Gesicht gezogen und den Kragen hochgeklappt. Kein Mensch weiß nun, wer ich bin. Alles zerfressen in dieser Hitze. Die blinden, zersplitterten Scheiben. Die Schwingtüren, die im Wind knarren.
Die klappernden Fensterläden, die Tierhaufen, verfault übereinander. Und das Pfeifen der riesigen, rattenartigen Tiere. Und rauchend die Scharen abgemagerter Hunde, die vorbeistürzen, heulend vor Hunger. Das klingt ja verlockend. Die Hunde in einem kleinen Haus, durch das wir gehen, auf den Tischen und Stühlen, Hunde. Auf den Schränken und in den Waschbecken, Hunde, Hunde. Sie bedecken wie Teppiche den Fußboden des ganzen Hauses. Und ein sitzendes Wesen mit menschenähnlichen Zügen, mit einer dünnen Haut überspannt, ganz begraben unter den Hunden. Sie sitzen auf seinem Kopf und auf seinen Schultern. Sein ganzer Körper ist begraben von Hunden und Hunden und Hunden und Hunden. Es gibt nichts zu finden. Es gibt nichts. Wir nehmen das, was wir brauchen, aber wir finden nichts. Doch es gibt noch gelegentlich Aussichten und Ansichten. Wir sehen Teile der Wüste. Von hier aus können wir alles sehen. Nur Kuh sehen wir nicht. Diese Gegend ist geradezu verkrebst. Sehen Sie mal diese Wucherungen und Schwerungen, diese kahlen, ausgefallenen Stämme. Diese Berggeschwüre. Und diese schwärzlichen Häuserstummel. Diese Rötungen und diese Schwellungen und dieses zylinderhutartige Gebäude. Der Tempel von Dr. Kuh, da ist er, da haben Sie ihn. Sie sind auf der richtigen Spur. Diese fressenden Flechten, diese winzigen, rostbraunen Flecken am Boden, die sich plötzlich rasch weiterfressen. Diese Knoten, dieser geschwürige Zerfall, diese platzenden Knoten. Und dieser aussickernde, zähe Schleim. Abgesehen davon, diese Zerstörung der Oberfläche. Wir stolpern manchmal beim Treppensteigen. Wie tief sinkst du in den Boden ein, Tom? Sinkst du tief ein? Ach, das sind bloß 1 bis 2 Zentimeter. Vielleicht auch 3 oder 4 Zentimeter. Aber sicher nicht mehr als 5 oder 6 Zentimeter. Höchstens 7 oder 8 Zentimeter und etwas mehr. Also etwa 10 Zentimeter? Ja, 10, 20 Zentimeter, mehr nicht. Nicht mehr? Naja, vielleicht 30 bis 40 Zentimeter, aber das spielt doch im Moment keine Rolle. Sieh mal, John ist weg. Er ist einfach eingesunken da hinten. Der Boden hat ihn verschluckt. Ja, John ist weg. Los, gehen wir auch weg hier. Tja, da ist nichts zu machen. Raus hier. John. Tja, er war gar nicht so übel. Der Schleim der Planeten, durch den sie warten, hält die Luftreisenden nicht auf. Der heiße, kochende Schlamm, die Blasen, die Beulen, die Buckel, das ist kein Hindernis. Auch nicht der dünne, knisternde Boden im Dings, im Schein einer Sonne oder im Schein eines ganz harten, angenagelten Mondes. Halten Sie das für einen Mond? Für eine Art Mond, schon. Ja, nicht direkt Mond, aber eine Art Mond. Ja. Aber Sie sagen natürlich nichts dazu, Blanz. Was? So gar nichts. Ich habe vor Jahren gesprochen. Jemand bricht durch die dünne Kruste, über die die Reisenden gehen. Sein Schrei ist lange zu hören, als er hinabfällt aus einem unbekannten Grund. Das war Karl. Ja, das war Karl. Ein feiner Karl. Man sieht größere Schwellungen am Horizont und Entzündungen am Himmel. Und Risse am Himmel. Und Schimmel am Himmel. Und Schleim, der herabfließt vom Himmel. Und kaffeesatzähnliche Erde. Und der Brei von der Innenfläche des Himmels. Der Himmel, er platzt an einigen Stellen. Der ist mit dicken, geschwollenen Adern bedeckt. Und das dumpfe Rollen in diesen geschwollenen Adern. Das Tropfen im Verlauf dieser ganzen Beobachtung, dieser ganzen Beschreibung, dieser neuen Erkenntnisse. Die verdächtigen Ausflüsse des Himmels. Die unregelmäßigen Blutungen des Himmels. Und der Schorf und die Rinde des Himmels, die sich abschält. Und der Geruch des Himmels. Und die Ausspritzungen des Himmels oder die Ausschwitzungen des Himmels mit den festgenagelten Munden. Die Reisenden grübeln darüber, über die Anschwellungen und die Beschwerden beim Gehen, über den Dampf, der vom Boden aufsteigt unter dem lederartigen, fettigen Himmel. Wir haben keine Ursache, an der Richtigkeit dieser Beobachtung zu zweifeln. Über die schwerende Sonne. Über die weiche, bleiche Masse, durch die wir warten. Eine Erkrankung des Bodens. Was? Wie? Oder was? Schwarz. Schwärzlich. Ja, ein schwärzliches Aussehen. Eine Anschwellung, ja. Den weiteren Verlauf können wir jetzt nicht beobachten. Wir können noch die Bedeutung nicht feststellen. Das frisst immer weiter. Flecken. Aus denen nach kurzer Zeit Knoten und Wülste werden. Das Beste ist, wir verlassen diese Gegend. Das sind Zotten. Das sind, das sind drüsige, blumenkohlartige Auswüchse. Farbe? Bleich. Oder, ja, bleich. Drücken Sie mal drauf. Draufdrücken! Ach, drücken Sie doch! Wir müssen wissen hier unten, wie die Beschaffenheit, die Härte oder die Weiche dieser bleichen, blumenkohlartigen Auswüchse ist. Also von uns erfahren Sie nichts mehr. Also, meine Herren, was glauben Sie, warum Sie da oben sind? Das ist schließlich kein Ausflug, das ist eine ernste Sache. Die Ergebnisse der Raumfahrt sind wichtig für uns hier unten. Zum Beispiel die feuerfeste Teflonpfanne, nicht? Oh ja, wie
wir dies, der Raumfahrt. Ja. Bei der Entwicklung von Kunststoff für den Raumschiff-Hitzeschild ist die Teflonpfanne entstanden. Und wie sie entstanden ist. Also vor allem die Hausfrauen profitieren von ihrer Reise. Ja, Tom, vor allem wir Hausfrauen profitieren von der feuerfesten Teflonpfanne. Also drück jetzt drauf. Oh, Scheiße. Scheiße. Verdammte blutige Scheiße. Was? Um welche Angelegenheit handelt es sich diesmal? So geht das nicht weiter. Aber ich sage, abwarten und sonst nichts. Sie sind auf dem richtigen Weg. Sie schaffen es, Tom oder Jim oder Joe oder wie Sie alle heißen da oben oder Heinz Blanz. Was sagen Sie? Ich hab nichts zu sagen. Sie verstehen mich doch nicht. Niemand versteht mich. Keiner. Und hier oben in der Luft versteht mich überhaupt keiner. Ich sag nichts mehr. Also gut, vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Genau das ist der Sinn der Sache. Suchen Sie weiter. Am besten, Sie verlassen jetzt diese Gegend. Wir sprechen uns später wieder. Ich glaube, für den Augenblick reicht das auch. Wie ist das Wetter, Jim? Man sagte, wie das Wetter ist. Und das Essen, wie ist das Essen? Man sagte, wie das Essen ist. Und die Luft? Man sagte, wie die Luft ist. Und das Klima? Man sagte, wie das Klima ist. Und die Sonne? Man sagte, wie die Sonne ist. Und die Menschen, die Leute, wie sind die? Man sagte, wie sie sind. Die Stimmung, Jimmy, wie ist die Stimmung? Man sagt ihr auch das. Apropos, wie ist denn die Stimmung da unten bei euch? Schlecht bei uns. Die Stimmung ist schlecht. Schlecht bei uns ist die Stimmung. Es hat Entlassung gegeben. Ich bin, glaube ich, der Einzige hier weit und breit, der noch da ist. Massenentlassungen. Ja, und die Techniker, wo sind denn die Techniker? Weg von entlassen. Ja, ein paar sind noch da, irgendwo im anderen Gebäude, aber wer weiß denn, wie lange? Wer weiß denn, ob ein Techniker, dem mal eine Schraube runterfällt, sich nicht sagt, was kümmert mich eine runtergefallene Schraube? Ich werde ja sowieso bald entlassen. Lass doch mal sehen. So ist die Stimmung bei uns. Vorhin, da sagte mir einer, was machen die denn da oben? Da wachsen doch nicht mal gute Apfelsinen. Ja, und der Toningenieur, der ist zu seinem Skatabend gegangen. Ich muss hier seine Arbeit mitmachen. Bei dem Gedanken wird mir klar, wie gut ihr es da oben habt im Kosmos. Kosmos, ja? Vicky, wie geht's dir? Du, ich bin dicker geworden, Jim. Sie lacht dabei recht herzlich. Wie soll ich das verstehen? Na, dicker, Jimmy. Dicker in den letzten 4 Monaten. Es liegt etwas an ihrer Stimme, das Jim stutzig macht. So lange sind wir schon weg? Oh, noch länger. Ihr seid schon sehr lange weg. Etwas gefällt Jim nicht in diesem Moment. Er denkt nach. Und? Na ja, Jim, die Zeit vergeht eben. Ja. Ich weiß kaum noch, wie du aussiehst, Jimmy. Bist du mir böse? Jim denkt nach. Warum sollte er ihr böse sein? Warum sollte ich dir böse sein, bitte? Na, Jim, in 4-5 Monaten, da ändert sich manches. Ja. In Jims Kopf beginnt es sich zu drehen. Du hast also zugenommen? Ach, Jim, nicht zugenommen, nur der Bauch. Muss ich das sagen? Ach, stell dich doch nicht so an, Jim. Das war eine lange Zeit, die ganzen Jahre, in denen du weg bist. Oben, im Kosmos. Ich bin auch nur ein Mensch. Jims Kopf droht zu zerplatzen. Plötzlich weiß er, was er von der Sache zu halten hat. Wer war's? Betty! Ach, Jim! Wer? Wir sind hier schon lange zusammen, die ganze Zeit über. Da passiert schon mal sowas. Was sollten Sie nicht so tragisch nehmen? Der ratlose, rastlose, reisende Jim schlägt mit seiner rechten Faust auf etwas, das in seiner Nähe steht. Lass Sie Ihren Gefühlen doch freien Lauf. Ich verstehe das. Vergessen wir es. Was bleibt uns anderes übrig? Dort kommt auch das Gebirge. Jemand macht eine Pause. Es gibt überraschende Einzelheiten. Was finden Sie überraschend? Oh, gar nichts. Irgendwo dreht sich etwas. Irgendwo steht auch eine Sonne. Ja, das sind die silbernen Splitter der niedergewalzten Ewigkeit. Oh.
Das war Mabel. Tom Merricks wollte sich nach vorn werfen, aber er warf sich zurück. Ja. Einer magert plötzlich rasch ab. Ja. Ein anderer schwillt unter den gleichen Bedingungen an. Ja. Der dritte verändert sich überhaupt nicht. An Ihrer Stelle würde ich jetzt sagen, was jetzt zu sagen ist. Ich sag nichts, wie gesagt. Bilder waren zu sehen, Geräusche zu hören. Vernachlässigen wir diese Gedanken jetzt. Kommen wir zur Sache. In dieser merkwürdigen Nacht mit schwebenden, flach gedrückten Tropfen. Nichts Neues? Warum? Nur so. Was ist das? Das ist ein Dolan, sagte Merricks und schloss jeden Zweifel aus. Was ist los? Weshalb? Weshalb nicht? Nein, hörte sich Merricks rufen. Nein, nein. Eine wirbelnde Gestalt erschien am dünnen Streifen am Horizont. Das muss Kuh sein. Halten Sie ihn fest nach Möglichkeit. Ich kann niemanden spüren. Es ist zwar eine Gestalt, aber ich kann sie nicht spüren und ich höre sie auch nicht. Und sehen? Können Sie die Gestalt sehen? Nein, sehen kann ich sie auch nicht. Alles, was Tom bisher gesagt hatte, wurde von seinen letzten Worten weit übertroffen. Was heißt das? Drücken Sie sich deutlicher aus. Das sind alles nur Vermutungen, nicht Feste. Dann sparen Sie sich Ihre weiteren Worte. Tom ließ sich in einen leeren Sessel sinken. Man ruft Hallo. Aber nichts. Es ist still. Jemand stöhnt nicht. Plötzlich staunt jemand. Es ist nichts los hier. Nicht viel. Wissen Sie eigentlich, wie lange das noch dauert? Fragen Sie mal nach. Wie lange noch? Hier sind noch 15 Sekunden, noch 14 Minuten. Jetzt etwa noch 15 bis 16 Minuten. 9 Minuten vor Schluss. Noch genau 8 Minuten, 4 Minuten noch. 8 Minuten vor Schluss, 4,5 Minuten vor Schluss. Noch 3 Minuten, 2,5 Minuten vor Schluss. Noch etwa 10 Minuten. Praktisch noch eine Minute. Obwohl es jetzt nur noch 5 reine Minuten wären. In den letzten 5 reinen Minuten. Da haben wir ja noch 7 Minuten. Und jetzt wird's knapp. Noch knapp 2 Minuten. 2 Minuten, genau gesagt 50 Sekunden. Aber ich sehe, wir haben uns ein wenig in der Uhr versehen. Es ist insgesamt gesehen. Hören Sie, Leute, können Sie auch immer ein bisschen still sein? Ich habe ein wissenschaftliches Interesse an dieser Sache. Ich muss jetzt darüber nachdenken. Die Reisenden nähern sich dem Gebirge. Wortlos geht alles weiter mit Mordpflanzen und mit Insektenschwärmen, mit wehenden Riesensätzen über die Hochebene, wortlos. Ein einzelner Mann, der dahin springt, um den Oberlauf des Flusses zu besichtigen, von Schlick und Algen bedeckt, tropfend, wortlos, mit ungeheuren Sprüngen. Das ist John. Machen wir uns doch nichts vor. Er kommt nicht weit. Jetzt ist er weg. Schade um John. Ab und zu kracht es. Manchmal röchelt einer der Männer. Jemand taumelt an ihnen vorbei, aber das geht schnell vorüber. Wer war das? Das war Sam. Er wird nicht weit kommen. Er kriecht langsam auf den Wald zu, der gute Sam. Jetzt ist er verschwunden. Sam. Die Männer, denen die Reisenden begegnen, gehen grußlos vorbei. Nichts deutet auf eine vulkanische Landschaft hin. Allenfalls diese Blasen auf der Oberfläche, die zuweilen mit einem fernen Geräusch platzen. Und allenfalls diese kleinen Lavabäche, die sich glühend herabwälzen. Allenfalls auch die Schlacke, die Schlacke, die Schlacke, die Schlacke, die Schlacke. Aber sonst nichts. Bis auf die kleinen, sich erbrechenden, mundähnlichen Öffnungen der Hügel oder der spritzenden Bergspitzen. Eine Weile bleibt es ganz still. Mit knackenden Gedanken gehen sie weiter. Es erübrigt sich, weiter darüber zu reden. Lass uns doch reden. Es ist genug darüber gesprochen worden. Das Weitere wird schon kommen. Was sind das für Leute? Ich habe keine Leute gesehen. Da waren Leute da. Ich habe nichts gehört. Na, sie haben auch nicht gesprochen. Da. Da sind sie wieder. Sie kommen aus dem zylinderhutartigen Gebäude. Aus dem zylinderhutartigen Gebäude kommen Menschen mit stummen, menschenähnlichen Bewegungen. Wie schon früher gesagt, an anderer Stelle. Stumm. 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 Das ist eine Ruhe hier, eine unerhörte Ruhe. Hören Sie, eine Totenstille.
Diese Ruhe ist nicht zu ertragen, ich kann sie nicht hören. Heinz Blanz findet die Ruhe unerträglich. Hören Sie, was er sagt. Eine furchtbare, außerordentliche, merkwürdige, Sie verstehen mich doch, eine ungeheure Ruhe, eine entsetzliche Ruhe, alles stumm, Sie sind stumm, verstehen Sie mich? Dann sagen Sie was. Los, Blanz, reden Sie was. Ich sag nix, ich bin doch nicht wahnsinnig, ich halte den Mund. Vor Jahren hätten Sie mich hören können am Schießteich. Da sind vier Herren gekommen. Heinz, was ist deine Ansicht? Damals habe ich gesprochen vor Jahren. Damals habe ich... Halt die Schnauze, Blanz. Von Ihnen lasse ich mir nicht den Mund verbieten. Halt's Maul. So geht's nicht, meiner Meinung nach. Dieser Ton ist hier nicht angebracht. Doch, so geht's. Aber abgesehen davon... Ja, das kann ich verstehen. Also, Jungs, kommt mal hier rum. Seht euch das mal an. Die menschenähnlichen Wesen zucken zusammen. Sie halten die handähnlichen Greifer auf die verknorpelten Ohren. Das Fehlen von sichtbaren Höröffnungen ist zu erkennen, aber die Gesichter haben etwas Trauriges. Heinz Blanz erschreckt sie mit seinem Geschrei. Halten Sie mal den Mund, Blanz. Seien Sie still. Sie erschrecken die Leute mit Ihrem Gerede. Wir müssen Ihnen erklären, dass wir Freunde sind. Freunde? Freunde! Freunde! Aber Sie hören doch nichts. Natürlich hören Sie nichts. Wir müssen es mit Gebärden erklären. Ich halte Sie für Gebärdenmenschen. Ich finde, Sie haben etwas Madenhaftes. Vor allem in diesen Mengen von allen Seiten. Finden Sie nicht? Ich halte Sie nicht für Maden. Auch nicht für große Maden. Ich halte Sie für Gebärdenmenschen. Das ist meine Meinung. Vielleicht wissen Sie, wo Dr. Kuh steckt. Das werden wir schon herausfinden. Etwas wächst aus Ihnen heraus im Laufe der Zeit. Borsten. Ich glaube, es sind riesige Raupen. Was meinen Sie? Es sind Gebärdenmenschen. Sie werden das gleich erleben. Passen Sie auf, wir machen Ihnen ein paar Zeichen. Nein, nein, hatte Tom Merricks geantwortet. Wie kommen Sie denn darauf? Es sind keine riesigen Raupen, es sind Gebärdenmenschen. Passen Sie auf, und zwar ganz genau. Tom Merrick sagt... Wir müssen Heiterkeit, Freundlichkeit, Entzücken darstellen, Behagen, aber auch Hochachtung und Verehrung. Auf keinen Fall Geringschätzung, Abscheu oder gar Unzufriedenheit. Tom Merrick stellt Heiterkeit und Freundlichkeit dar. Die Oberzähne werden sichtbar, der Blick ist heiter, die Augen sind geöffnet, der Mund lächelt. Jetzt stellt er Freude und Entzücken dar. Die Stirn ist glatt, das Auge glänzend geöffnet, sodass viel Weißes sichtbar wird. Der Mund lacht, der Kopf ist gehoben, der Gang ist munter und leicht, während die fetten, raupenartigen, borstigen Leiber sich immer näher heranschieben. Die Augen äußerst hell und glänzend, der Körper erhebt sich, die Arme... sind, werden die madenartigen Wesen in immer größerer Zahl die Treppen des zylinderhutartigen Gebäudes herabkriechen. Die Arme sind weit ausgebreitet, weit, weit in Schulterhöhe. Und während sie weiter und näher kriechen und immer noch herabkriechen aus den schwarzen Öffnungen des zylinderhutartigen Gebäudes... des Tempels von Dr. Kuh! ...hält Merricks die Muskeln nicht stark gespannt, sondern sanft gestreckt. Seine weich fließenden Bewegungen ähneln den weich fließenden Bewegungen der raupenhaften Ungeheuer, die borstig zischend sich auf die Gruppe der aufmerksamen Reisenden zu wälzen. Und während dieses madenhafte Wälzen sich fortsetzt, bleich zischend mit ihren riesenhaften Mundwerkzeugen, mit ihren kauenden Mundbewegungen auf uns zu, mit knirschenden Kiefern in der Vorbereitung einer Mahlzeit knirschend, stellt Merricks Entzücken dar, indem er mit ruhigen Gebärden, mit schmelzenden sanften Tönen, mit lebhaft leuchtenden Augen, mit lächelndem Mund, die angenehme körperliche Empfindung des Wohlbehagens darstellt. Unvorstellbar schwammigen Körper mit Moos und Unkraut bewachsen, auf unsere Gruppe zukriechen, mit tropfenden, malenden Mäulern, mit riesigen, leeren Augenhöhlen, mit ihren dornigen Schwänzen, den feuchten Boden peitschend, während das Wasser aufspritzt und immer noch aus den Öffnungen des zylinderhutartigen Gebäudes eine Fortsetzung dieses ungeheuerlichen, schmatzenden Kriechens und Zischens und Knirschens herausquillt, stellt Merricks Wohlbehagen dar. Etwa das Wohlbehagen beim Eintreten in eine schattige Laube im heißen Sommer. Oder das Wohlbehagen nach einer kühlen Erfrischung. Augen und Mund sind sanft lächelnd geöffnet. Der ganze Körper ist, nachdem eine tiefe Einatmung vorausgegangen ist, entlastet. Die Hand wird zugleich mit dem Laut A, mit dem Laut A vom Mund im sanften Bogen abwärts bewegt. Und so drückt Tom Merricks Hochachtung aus und Verehrung. Dann neigt er den Kopf, der ganze Körper, der Rumpf und die Knie beugen sich. In seinen Gebärden ist eine feierliche Ruhe, während in diesem Moment die madenartigen, raupenartigen, borstigen, malenden, tropfenden, zischenden Gebärdenmenschen den ersten der kleinen Reisegruppe erreicht haben. Es ist Mac. Er wird gepackt mit einem ungeheuren Knirschen. Der dornige Schwanz drückt sich sanft in Macs Fleisch. Mac schreit nicht. Er ist ganz still, voller Verehrung nach vorn gebeugt. Wie wir alle in diesem Moment. Und während die Gruppe der Reisenden voller Verehrung nach vorn gebeugt an diesem lauwarmen Abend bewegungslos steht, spritzt dieses madenartige, augenlose, ohrenlose, lippenlose, sprachlose Wesen durch einen Macs Körper hineingebissenes Loch Verdauungssäfte in Macs Körper. Der Inhalt wird flüssig. In einem Moment. Und im nächsten Moment einfach ausgeschlürft.
Ach, es war anders. Ein grünlicher Schimmer kroch über die Kante des Vorsprungs hinweg. Ein roter Körper blähte sich auf mit einer schweren, leckenden Zunge. Mit einem wilden Schwung schwang er sich hinab. Kommen Sie. 52. Und weg damit. Und achten Sie darauf, die wahren Geheimnisse finden Sie nur in der Tiefe. Und noch etwas. Die Sonne, wo ist sie diesmal? Oder der Mond, irgendein Mond? Ach, weg mit dem Mond. Gehen wir zum Schiff zurück. Das ist doch kein Leben für uns. Die Sonne geht aus. Da sehen Sie, die Sonne geht aus. Das ist doch kein Leben in dieser Dunkelheit, in dieser feuchten, blutigen Dunkelheit, in dieser dampfenden Landschaft auf diesem Boden. Fragen Sie mal nach unten, was nun wird. Hallo? Hallo? Ach, lass mich da endlich in Ruhe mit Ihrem Quark. Sehen Sie doch zu, wie Sie zurechtkommen. Ich finde, der Mann hat recht. Wir haben unsere Aufgabe nicht erfüllt. Wir haben Kuh nicht gefunden. Also, zurück in die Heimat. Wer ist noch übrig? 3, 4, 5... Wie viel waren wir am Anfang? 13, 14, ich weiß nicht mehr. Fragen wir mal unten nach. Hallo? Hallo? Achtung, hier spricht. Ich wiederhole, hier spricht. Jetzt mach mal einen Punkt darum. Lassen Sie mich Ruhe, endlich Ruhe, verstehen Sie? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sollten wir einige Zeit an diesem Platz bleiben, um Forschungen oder sowas nach Dr. Kuh anzustellen. Jawohl, Mann. Forschungen und Berechnungen und so weiter. Eine gewisse Zeit, bis Sie Kuh gefunden haben. Aber mich lassen Sie jetzt gefälligst aus dem Spiel. Ich bin beschäftigt. Hören Sie? Ich habe zu tun. Und außerdem ist gleich Feierabend. Hören Sie jetzt mal genau zu, Sie da. Wir gehen jetzt zum Schiff zurück und hauen ab hier. Verstehen Sie? Haben Sie mich verstanden? Ja. Bin ich taub, Mann? Gehen Sie, wohin Sie wollen. Wir sehen uns wieder und dann, meine Fresse. Sind Sie da sicher? Los, gehen wir zum Schiff. Der Weg über die Berge war sehr beschwerlich. Gras wuchs aus dem leeren Boden. Wir verließen den Ort, diese Gegend, das ganze Gebiet. Es gab nichts zu finden. Es gibt nichts. Langsam beginnt der Schnee. Man hat das Gefühl, über unbegangenen Schnee zu gehen mit den Füßen. In den Nächten schlagen wir die Arme zusammen und hören es heulen. Der Himmel ist dünn und durchsichtig. Am Abend treffen wir niemand. Wir begrüßen uns freundlich. Einer hält sich den blutüberströmten Kopf, an dem wir vorbeikommen. Viele fraß der Hunger fort. Es wird immer kälter und kälter, immer wärmer und wärmer. Wir überschreiten die Straßen. Wir folgen gerne Einladungen, aber niemand lädt uns ein, keiner. Wir müssen hineinkriechen in diese Gegend, aber auch das tun wir nicht. Wir erfahren viel über das Leben und über die berstenden Blöcke in der harten Luft. Die einzige Art des Reisens ist hier das Kriechen, sagt Merrix. Gegen Abend sehen wir unser Schiff in der Ferne, auf einer langen Zunge vorgestreckt. Langsam beginnt der Schnee. Aber ganz langsam. Es schneit. Und dort ist das Schiff. Ich kann mir vorstellen, wie uns jetzt zumute ist. Wie viel Zeit haben wir noch? Drücken Sie mal auf die Zeittaste. Ja, auf diesen Knopf. Noch 5 Minuten, das bedeutet noch 5 Minuten. 4 Minuten sind jetzt noch 3,5 Minuten. 60 Sekunden, genau. Aber und die Uhr zeigt Sekunden. Die letzten... Hier jetzt noch genau 25 Minuten, Sekunden. Und in diesen Sekunden, letzten 5 Minuten. Und die Sekunden verstreichen natürlich. Wenn Minuten, ich noch erst eine Minute. Habe, es sind noch 11 Minuten. So hat das nicht ganz noch, gestimmt. Es sind jetzt nur noch etwa 3 Minuten. Eine Minute dauert es noch genau. So, das war fürs Erste einmal... Dort unten der Berg. Er glüht plötzlich auf. Es ist gut, dass wir fort sind. Welche Richtung? Irgendeine Richtung. Tom nickte nachdenklich hintereinander. Die Meere und Flüsse verdampfen, die Wälder verdorren, die Stürme fegen darüber und blasen alles davon, Dächer und Wände fliegen davon. Und Hüte, Erdrutsche und so weiter, Gerölllawinen, hinabdonnernde Wassermassen, wie schon früher gesagt, an anderer Stelle. Hören Sie doch einen Augenblick damit auf. Aufhören? Ja, ich sag dir, wann du weitermachen kannst. Ich sag dir Bescheid. Wir müssen natürlich langsam, das heißt schnell zum Ende kommen. Ach, machen wir schon, immer langsam. Ihr merkt das, bedenkt von Westen nach Süden im Norden und manchmal im Osten, in Küstengebieten und höheren Lagen ruhig und trübe. Nachts leichter Frost, von vereinzelten Aufhellungen abgesehen,
Lichtschalter auf. Tom, wir taumeln. Wir haben keine Luft mehr. Hallo? Hallo, Junge? Sag doch was. Ich kann den Mond nicht mehr sehen, Tom. Ich sehe den Mond nicht mehr. Na, nun mach schon, sag was. Mein Guter, mach doch den Mund auf. Die Luke lässt sich nicht schließen. Die Fernzündung funktioniert nicht. Es knallt in der Kapsel. Das Gas brennt aus. Ich hab mich im Tunnel verbrennt. Hör mal, mein Guter, ich will jetzt was hören. Ich spreche kein Wort mehr, bis alles vorbei ist. Halt die Schnauze, der Mond ist weg, der Mond ist da, bitte nicht mehr da. Oh, Leute, ich bin wieder mal im Dreck. Ich komme nicht mehr raus hier, das klemmt wie verrückt. Tom, ja, was denn? Alles wird schwächer. Oh. Wir hören einen ganz schönen lauten Knall. Sag das nochmal. Wir hören einen ganz schönen lauten Knall. Junge, was war das? Ein Knall. Der Hauptverteiler ist ausgefallen. Oh. Jetzt ist es weg, Tom. Jetzt ist es weg, ja. Die Heizung ist aus, die Batterien sind ohne Saft. Kein Licht. Kein Licht, Junge, alles dunkel. Und irgendetwas bringt uns zum Drehen. Oh, mein. Oh, mein. Ich glaube, mein. Das ist das Zeug, das hinten rauskommt. Anfangs fremd, freundlich, anfangs volkig und anfangs schauerartig, wechselhaft, keine Veränderung. Heiß, kalt, schwül, kühl, stürmisch locker und später und meist. Und kannst du sehen, ob was los ist? Kannst du was am Fenster sehen? Es kommt jetzt gerade bei Fenster 1 raus. Hinten. Ich meine, wir sollten vielleicht etwas Strom sparen. Ich werde ein paar Hauptfresser abstellen. Oh, gut, Tom. Dankeschön. Und wie sieht's sonst aus? Gar nicht übel. Sieht's gut aus? Aber ja, es sieht gut aus. Na also. Jetzt werden noch die Zigarren knapp. Gib mir einen Kaffee. Ja, ist alle, die Kanne ist leer. Dann gib mir was anderes. Das ist alles, alle. Dann gib mir die Stange her, los. Sofort die Stange fort. Dann gib mir den Schlauch, schnell. Ich nehme den nicht, der muss fort sein. Na, dann gib die Kappe her. Welche Kappe? Die Kappe, welche Kappe, fragt der Mann. Die Kappe. Ach, die Kappe. Na, also, Gott sei Dank. Ich finde sie nicht, sie ist verschwunden. Die kann doch nicht verschwunden sein, die muss doch da sein, die Kappe. Sie ist verschwunden, tut mir leid. Also, ich kann mir nicht helfen, dann gib mir die Schachtel. Aber die Schachtel ist da, die habe ich gesehen. Ja, hier ist die Schachtel. Aber doch nicht die Schachtel, die andere Schachtel. Das ist die einzige Schachtel, die da ist. Scheiße, Mann, stecken wir an der Scheiße. Darf ich mal durch, bitte? Ja, bitte. Danke. Wer ist das denn? Wer? Na, dieser Mann da, wo kommt der denn her? Das ist Schmidt, der Erzähler. Er kommt von da. Kommen Sie mal her, Schmidt. Worum geht's? Ach, gehen Sie weiter und erzählen Sie alles, wenn Sie hier gesund rauskommen. Es tropft. Ist das ungewöhnlich? Das nicht, aber es tropft aus dem Tank. Na, Alter, wie ist die Stimmung? Gut, die Stimmung ist gut, kann man sagen. Habt ihr Musik? Ja, Musik haben wir. Tropfen? Keine Ahnung. Darf das denn sein? Ist das in Ordnung? Keine Ahnung. Ja, was ist denn das für ein Ticken? Ticken? Ich höre kein Ticken. Ja, tickt doch was. Hört sich doch an wie ein Ticken. Ja, Sie haben recht, da tickt was. Wo kommt das hin? Aus dem Barometer, ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob das sein darf. Ja, was ist das für ein Klappern? Ja, was da für ein Klappern? Klappern und was für ein Klappern, mein Bruder. Da klappert doch was, da ist doch ein Klappern, oder nicht? Ja, sicher, natürlich. Da ist ein Klappern. Ach das? Meinen Sie das? Ja, glaube ich, das meine. Das ist doch ein Klappern. Ach, das kommt aus dem Hygrometer. Das darf eigentlich auch nicht sein. Nur keine Aufregung. Regt euch nicht auf, das wird alles wieder. Macht ein bisschen Musik, das ist das Beste. Es entspricht einer Besonderheit des Hörspiels, die übrigens genau auf die Möglichkeiten von Science Fiction passt. Es bedarf mitdenkender Fantasie, mobilisiert diese Fantasie, und ohne diese mitdenkende Fantasie wäre weder das Hörspiel noch die Science Fiction das, was sie sein können. Wie ist die Temperatur? Die Temperatur fällt weiter. Das ist alles vereist hier. Die Sachen sind mit einer Schneeschicht überzogen. Junge. Wer ist der Konstrukteur von diesem Scheißschiff? Das bin ich, Mister, das bin ich. Und wer sind Sie? Na, wissen Sie das nicht? Inzwischen? Na, wer sind Sie denn los? Wer sind Sie? Ich bin Dr. Q, Mister. Dr. Q. Oh, Junge. Ich darf doch hoffen, dass ich Ihnen geholfen habe. Was? Hm? Wie? Na, und nun schweige ich ein bisschen. Und Sie lassen mich jetzt gefälligst in Ruhe. Ich möchte nicht mehr gestört werden. Punkt. Also. Also, was nun? So wie immer. Teils.
teils, teils im Allgemeinen, in den Niederungen, in den Höhenlagen, in den Nebelgebieten und den mittleren Zonen nicht ausgeschlossen, sonst sehr veränderlich und weiterhin null. Ruhe, vor allem Ruhe, keine Aufregung. Ja, klar, wir behalten unseren Humor. Also sagt, was ihr wollt, Jungs, eine Musik haben wir da. Das ist Musik. Was plätschert denn plötzlich? Das ist Wasser, das eingedrungen ist. Was ist denn Wasser? Ja, alles steht unter Wasser. Wo kommt denn jetzt Wasser her? Das ist doch unmöglich, das ist doch ausgeschlossen. Na, glauben Sie mir, wir stehen im Wasser. Du, Jim, versuch's doch mal im hinteren Raum, ja? Ja, ich versuch's mal, aber ich geb mich auf. Versuch's noch mal, Jim, versuch's, Jim. Es hat keinen Sinn. Na, dann nimm die Luke, hast du gehört? Welche Luke? Die Luke unter dem Tisch. Unter dem Teppich ist eine Luke. Du musst den Teppich zurückschieben unter dem Tisch, dann findest du eine Luke. Du versuch's mal. Das ist die Luke für alle Fälle. Hast du sie gefunden? Ja, hier ist eine Luke. Na und? Aufklappen, Mensch. Los, es ist höchste Zeit. Sie klemmt. Ich krieg sie nicht auf. Aus ist es mit der Suche nach Dr. Kuh. Aus und vorbei und Schluss und zu Ende. Oder? Was meinen Sie, Blanz? Ich hab schon geglaubt, jemand hat einen Scherz gemacht. Aber jemand hat keinen Scherz gemacht. Man wird ja mal fragen können. Am Schießteich, vier Herren am Samstag, da sind sie gekommen. Heinz, was ist deine Ansicht? Ja, jetzt werde ich reden. Bisher habe ich geschwiegen, aber nun spreche ich. Mein Name ist Blanz, Sie verstehen mich doch. Sehen Sie, Sie haben mich verstanden. Gut, dass ich gar nichts gesagt habe. Das war doch ganz richtig. Die Planeten platzen ja alle. Die Sterne sind alle Gaskugeln. Und das blaue Wasser, das durch die Luke hereinrauscht, das schaukelt. Und der blaue Himmel. Niemals in meinem Leben habe ich mich schneller bewegt. Was ist Ihre Meinung, Herr Blanz? Jetzt werde ich reden. Was für ein Bild, was für ein Leben beim Schweben. Es sind viele Schreie zu hören, aber ich schreie nicht. Zurück in die Heimat. Nach den Instrumenten sieht alles prima aus. Die Luft ist gut, prima, prima. Heinz Blanz, mein Name. Vier Herren am Schießteich, was ist Ihre Ansicht? Ich sage, das parken wir schon. Sie verstehen mich doch. Mein Name ist Blanz, da kann nichts mehr schief gehen. Ich treffe lediglich drei Feststellungen, wobei ich gleich sagen muss, na, wir wissen, worauf es ankommt. Mir geht es prima. Alle zwei, drei Minuten geht die Sonne auf oder unter. Es sieht überall gut aus, das möchte ich sagen. Das ist meine Meinung, das sind meine Worte. Und der Mond sieht in Wirklichkeit aus wie Kohle. Schwarz, das sieht gut aus. Und alles ist weich und die Sonne geht aus. Und es fällt kein Tropfen vom Himmel. Im Grunde bin ich ganz froh, dass ich hier bin. Ich bin ja auch angeschnallt. Ich lasse mir Zeit. Und nach dem, was ich alles gesehen habe, kann ich nur sagen, gut, schön, wirklich schön. Es sieht schön aus. Verstanden? Niemand kann mich daran hindern, meine Meinung zu sagen. Das müssen Sie mir schon glauben. Genauso wie immer. Danke. Mein Name ist Blanz. Heinz Blanz. Es ist schön. Sie hörten Reise in die Luft in 67 Minuten und 15 Sekunden, Hörspiel von Rohr Wolf. Mit Karin Buchali, Elisabeth Wiedemann, Marianne Moser, Günter Sauer, Heiner Schmidt und vielen anderen. Regie Heinz Hostnich, Produktion Hessischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk 1976.